Es war schon spät. Die Fans hatten den ganzen Tag gewartet. Alle hatten genug. Nach Sonnenuntergang kamen die Rolling Stones endlich auf die Bühne. Als wir auf die Bühne kamen, lag etwas ganz Komisches in der Luft. Wie bei einem Unfall wurde plötzlich alles ganz langsam. Der Tod lag in der Luft. Als die Band ihren Erfolg Sympathy for the Devil spielte, drückte die Menge nach vorne und warf dabei die Motorräder um. Man wirft nicht einfach das Motorrad eines Bikers um. Man berührt es nicht mal. Das war wie ein Todesurteil. Die Hells Angels reagierten gewalttätig und prügelten mit Billardstöcken auf die Menge ein. Inmitten des Chaos drohten Mick Jagger und Keith Richards, der Leadgitarrist der Stones, aufzuhören. Der Anführer der Hells Angels, Sonny Barger, übernahm die Kontrolle. Er ging zu Keith Richards und sprach ein Machtwort. Sonny Barger schreibt in seinem eigenen Buch, dass er Keith Richards mit einem Revolver bedroht und sagte: Spiel weiter, du Arschloch. Und die Rolling Stones spielten weiter. Bei dem Song Under My Thumb zog der 18-jährige Fan Meredith Hunter einen Revolver. Der Hell's Angel Alan Passaro nahm die Sache in die Hand und stürzte sich ins Getümmel. Rob Schneider beobachtete alles von der Bühne aus. Er sah die Waffe, legte langsam seine Hand an den Lauf, drückte ihn nach unten, zog ein Messer aus der Tasche und stach auf den Mann ein. Meredith Hunter erlag noch in dieser Nacht seinen Verletzungen. Das war schlecht für die Hells Angels. Hunderttausende Fans waren bei dem Mord zugegen. Am nächsten Tag schnupfte Sonny Barger Kokain und rief bei einem lokalen Radiosender an. Er attackierte Mick Jagger, den Leadsänger der Stones. We were the biggest suckers for that idiot that I can ever see. 1972, drei Jahre später, wurde Alan Passaro des Mordes angeklagt. Die Jury entschied auf Notwehr und er wurde freigesprochen. Aber die Beliebtheit der Hells Angels ließ nach. Durch die negative Berichterstattung wurden die Hells Angels von idolisierten Rebellen zur Manson Family. Sonny Barger machte das nichts aus. Die Hells Angels hatten kein Interesse an der Musikszene mehr. Sie waren bereit für Größeres. Die Hells Angels wurden von Vandalen zu Drogendealern. Sobald sie Geld hatten, konnte ihnen niemand mehr etwas anhaben. Im Jahr 1972 planten die Hells Angels, in den wachsenden Drogenmarkt einzusteigen. Sie wollten ihr eigenes Produkt herstellen und verkaufen. Sie suchten sich einen erfahrenen Chemiker. Sie lernten auf professionelle Weise, wie man die besten Drogen herstellt. Bald kontrollierten die Angels 75% des kalifornischen Marktes für Methamphetamin. Ihre Kunden bevorzugten die Drogen der Hells Angels, weil sie rein und günstig waren. Wie jede andere Firma in Amerika wussten sie, dass man sein Produkt verkauft, wenn die Kunden einem vertrauen können. Die Hells Angels haben ein riesiges multinationales Netzwerk. Durch den Drogenhandel wurde das FBI auf Sonny Barger aufmerksam. Das FBI entdeckte drei ermordete Männer in San Leandro, Kalifornien. Zwei Tage später verhafteten die Agenten einen Verdächtigen, der Sonny Barger als den Mörder identifiziert. 39 Beamte umstellten daraufhin Sonny Bargers Haus. Im Haus fanden sie einen versteckten Raum voller Waffen, Heroin und außerdem Fotos der getöteten Männer. Sonny Barger wurde wegen Mordes verhaftet. Dezember 1972, Alamount County, Kalifornien. Sonny Bargers Anwalt erklärt, Sonny Barger stellte gefälschte Ausweise für die ermordeten Männer her und bewahrte deshalb Fotos von ihnen in seiner Wohnung auf.
Die Anklage hatte keine eindeutigen Beweise, die Sonny Barger mit dem Verbrechen in Verbindung brachten, und musste die Mordanklage fallen lassen. Da aber Waffen und Heroin in seinem Haus gefunden wurden, konnte ihn die Staatsanwaltschaft des Drogenhandels überführen. Nachdem sie ihn jahrelang verfolgt hatte, konnte die Polizei den wichtigsten Hells Angel aller Zeiten endlich einsperren. ...1973, 5 Jahre nach Johnny Cashs berühmtem Besuch, war Sonny Barger ein Insasse des Folsom Prison. Zu dieser Zeit war es das einzige Hochsicherheitsgefängnis in Kalifornien. Es war eine einsame Zeit für den 35-jährigen Biker. Es gab kein heißes Wasser, kein Fernsehen und am schlimmsten keinen Club. Nach 4 Jahren kam Sonny Barger auf Bewährung frei. Der Anführer der Oakland Hells Angels war wieder ein freier Mann. Die Behörden fanden jedoch, dass die Hells Angels immer noch eine Bedrohung seien und Sonny Barger so leicht davongekommen war. Sie überwachten jede Bewegung von Sonny Barger, in der Hoffnung, seinen Club ein für alle Mal auszulöschen. Am 13. Juni 1979 zahlte sich ihre Beharrlichkeit aus. Unter den Augen lokaler Medien durchsuchten die Behörden 30 Grundstücke der Hells Angels, einschließlich Sonny Bargers Haus. Hier fand man ein Arsenal an Feuerwaffen und hunderte Schuss Munition. Sonny Barger und 17 andere Hells Angels wurden der organisierten Kriminalität angeklagt. Oktober 1979, Gerichtstermin für die Hells Angels in Alameda County, Kalifornien. Die 31 Seiten lange Anklageschrift warf ihnen Verschwörung zum Drogenhandel vor. Den Hells Angels wurde ein Deal angeboten, 5 Jahre Gefängnis, um längere Haftzeiten im Falle einer Verurteilung zu umgehen. Aber der Club war nicht interessiert. Die Mitglieder sprachen sich ab und plädierten alle auf nicht schuldig. Sie stellten sich der Verhandlung als verschworene Gemeinschaft. Keiner nahm den Deal an. Das Verfahren gegen alle 18 Angeklagten begann. Ihnen wurde ein kriminelles Monopol vorgeworfen. Aber Sonny Barger hatte die Angels so organisiert, dass jedes Chapter unabhängig agierte. Ohne Beweise für eine Verschwörung durch eine Dachorganisation war der Staat hilflos. Am 2. Juli 1980 wurden die Angels in allen Anklagepunkten freigesprochen.